auch Dorffremden sind relativ einfach, man muss sich nur beisetzen. Man braucht halt genügend rote Fahnen und sowas. So, Len. Jetzt kommt die Qual der Wahl in 40 Sekunden. Ja, ich auch. Aber bei den Fremden brauche ich ja den Fremden. Feldi. Den hier. Ne? Der ist schon was wert. Den braucht man schon. Im heutigen Spiel, um da ein bisschen was angreifen zu können. So, jetzt beißen wir mal einen sauren Apfel hier. Hopp, mach fertig. Man weiß nicht, vielleicht haben die es jetzt auch geändert, weil ich weiß, auf dem Handy ist das so, dass du die Spiele vom Vormal noch bekommst. Deswegen mache ich den jetzt erstmal tot. Und jetzt komm, bitte. Gucken wir uns den Kabinenrohr an. Der war okay. Und jetzt Daumen drücken. Puh. Rechts ist gut. Mitte ist nicht ideal. Scheiße. Aber es ist mit das beste Lager. Von daher. Zack, zack, zack. Es nützt nichts. Und dann machen wir eine Vorlage für dich. 24. Und 14. Hier bist du jetzt eklig. 34. Ich hasse sowas. Wovon habe ich denn mehr? Von den Dings. Dann haben wir jetzt noch. Wie viel? 16. 16 durch 2 macht 8. Es nützt nicht, es sind sehr hohe Verluste, aber scheiß drauf. Bims. So, Vorlage steht. Ich würde sagen, wir gehen. Ganz grob. Einmal für die nächsten 15 Minütchen in die Pause. Wir sehen uns danach wieder. Laufbändig weg. Bis gleich. Ciao. So, Freunde. Da bin ich wieder. Und wir haben schlechte Nachrichten. Das tut hier absolut weh. Ja, das heißt, es kann passieren, dass ich mir doch nochmal alles ändere und doch komplett mit Ruby laufen muss. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Feld, mit dem ich hier jetzt laufe, wenigstens, dass wenigstens der Schnitt nicht ganz so hoch ist, weil eben den Feld, den ich hatte, das waren 60 Verluste, das ist mir zu hoch. Sag ich euch ganz ehrlich. Steht mir zwar gerade so dazu, aber trotzdem. Ich teste jetzt hier gerade noch einmal durch mit drei Feldis. Der zweite schon. Gut, der erste war tat weh. Das war der hier. Da habe ich aus Versehen die falsche Flanke ausgewählt. Der zweite war der hier. Ungünstig. Und eklig. Jetzt schauen wir mal, was der hier draus macht. Aber das wird auch nicht viel besser. Das wird auch nur so um die 50 oder so sein. Also ich werde wahrscheinlich komplett mit Ruby-Dingern laufen müssen. Na super. Wofür ich mir wohl Ruby-Werkzeug aufbaue? Ich meine, ich habe noch ein bisschen was in den Welten, ich kann mir das mal rüberschicken, aber trotzdem, das muss doch nicht sein. Warum GGE? Was soll der Mist? Dann war es rum. Dann spiele ich aber heute auch wirklich nur, bis ich durch bin, das sage ich ganz ehrlich.
Also wenn ich so einen Sche wenn ich jetzt einen Scheiß ändere, hätte ich gesagt, wäre ich ewig gelaufen, aber so laufe ich meine Einzelbelohnung dadurch und dann ist Arschlecken. So, das werden auch 50 Verluste sein, sag ich doch. Geht nicht. Es geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. Ich habe zwar viele Soldaten, aber so viele nur auch wieder nicht. Machen wir nochmal eine Spio, bitte. Das geht gar nicht. Das ist echt mein bestes Endlager, weil das geht gar nicht. Das geht nicht. Wobei hier die Mitte geil wäre. Hier könnte man versuchen, ob man. Ist nur ein Versuch. Es ist nur ein Versuch. Hä? Und hier. Irgendein Lager hatte ich doch, wo ich was versuchen wollte. Ich wollte doch aus irgendeinem Lager was probieren. Genau. Warum muss die Spio jetzt scheitern, GGE? Alter. Als wenn ihr mir nicht mehr genug getan habt jetzt schon. Das geht doch gar nicht. Ey, 50 Verluste. Ich hab zwar Sollis, aber ich wollte nicht komplett meinen gesamten Solli-Bestand weghauen. Och Mann, immer ich. So, warte mal. Wir fassen mal zusammen. Rechts ist geil. Und die Mitte ist einfach nur scheiße. Die Mitte ist bei allen Lagern scheiße. Und das ist der Knackpunkt. No. Jetzt versuche ich nochmal was. Komm mal ran hier, Nomadenbrede. 34 Holzschild ist klar. Also schwenke ich nicht um. Vergesst es. So. Dann haben wir noch insgesamt 16 Stück, also 8 für jeden. Ja? Und so soll es dann gehen. So mache ich mein Wechsel schon mal runter. Das Problem ist, ich werde trotzdem immer noch irrsinnig hohe Verluste haben. Das heißt, wir werden immer noch bei 40 rauskommen. Oh, ihr macht mich krank, Leute. Ganz ehrlich. Also ihr nicht, sondern hier die Leute von GGE. Die machen mich krank. Vor allem immer, wenn ich sowas mal plane. Immer. Ich kann mit Privatspielen, hab Endlage. Hammer. Ich weiß es nicht. Kann das auch eigentlich mal zeigen. Ja, als ich hier alleine aufgenommen habe. Das ist der falsche Ordner. Das habe ich mit Bandicam abgespeichert. Ich weiß nicht, an welcher Folge ich da die erste Kette gelaufen bin, aber ich zeige euch mal, wie das aussah. Das war. Ich hätte es bei den Samus durchziehen sollen, ohne Witz. Da war ich noch am Hochspielen. Da bin ich meine erste Kette gelaufen. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal. Passt auf. Was mach ich denn? Alter. So jetzt. So jetzt. Passt auf. Bups. Hier konnte ich nicht ganz so was machen, war nicht ganz ideal, aber immer noch besser. 50 bis 60. Zu hoch. Und hier war es perfekt. Da hatte ich meine maximal 30 Verluste. Das war hier ideal, weil die Mitte halt stimmen muss. Die Franke ist scheißegal. So, ich kann jetzt hier diesen Scheiß mal probieren, so wie er jetzt hier ist. Ja? Kann ich das jetzt probieren? Aber das wird nichts werden. Das sind dann immer noch 40 Verluste. Könnt ihr knicken? Das wird nix.
mit dem Lager. Ich werde komplett mit Rubischilden laufen müssen. Da will mich GGE jetzt hinzwingen. Ja, ich kann jetzt hier aber Mitte zwar mal mit den guten Solis laufen, aber das wird trotzdem nicht viel ändern. Ja, wir können den Spaß uns ja mal machen, aber ich sag, einfach weil hier zu viele Nahkämpfer auf der Mauer stehen, das tut schon weh wie Sau. Ja, ich hatte aber noch ein anderes Lager, da war allerdings die Flanke scheiße. Ja, das probiere ich jetzt mal. Danke erstmal, Thorsten. Ja, so sieht es nun mal aus. Das war nämlich, glaube ich, das hier. Nee, nicht ganz. Das war das hier. Da müsste ich allerdings in Kauf nehmen, dass hier dann die hohen Verluste sind. Das würde ich jetzt aber auch nochmal ausprobieren. Ich würde mir jetzt einfach mal das zweite Lager nehmen, das Samo-Endlager. So. So. Jetzt müsste ich halt rumprobieren, was mehr weh tut. Ob ich die Flanke da halte oder halt nicht. Aber ich denke, es wird auf selbe hinauslaufen. Und das ist halt mein Problem. Ja, also wenn wir mit Ruby laufen müssen, damit habe ich mich schon abgefunden. Ich habe kein Lager, das ich ohne Holz Ruby angreifen könnte. Damit habe ich mich ja schon abgefunden. Es geht jetzt einfach nur schnell angreifen um die ganze Scheiße hier mit dem. Warum so viele habe ich davon nicht? Wartet mal. Wir wissen ja, die Grundwerte sind 135. Ja. So, hier sieht es dann genauso aus wie da. Ja. Wir würden jetzt hier mit irgendwem laufen. Ich nehme jetzt mal den, weil der relativ wenig Abzug hat. Ja. Beschwer mich hier noch darüber. Und würde mit dem jetzt da drauf laufen. Und das würde aufs genau selbe hinauslaufen. Und ich verschwende hier Zeit für meinen Booster, weil ich hier nicht klarkomme. Das ist mein Glück, Leute. Mein Glück. Es ist echt so. Es ist mein Glück. Wenn es mal einmal klappen muss, dann klappt es nicht. Wenn ich sage, es wäre schön, wenn es klappt, dann klappt's. Aber wenn es klappen muss, klappt es nicht. Das ist mein Glück. Jetzt seht ihr es auch mal live. Da, ich das Spiel erstmal neu. Ey, mein Glück. Es ist einfach mein Glück. Das kann man nicht anders beschreiben. Jetzt prasselt mir hier noch die Abendsonne. Selbst du musst mich noch ärgern. Was heißt zu hoffen? Ich ziehe jetzt durch. Es ist mir scheißegal. Ich verballe alles, was ich in meinem AP habe. Ja, alles, was ich auftreiben kann, verballer ich. Das ist mir scheißegal, da kenne ich gar nichts. Da kenne ich jetzt nichts. Da kenne ich jetzt nichts. Das ist mir scheißegal. Durchziehen tue ich jetzt. Egal wie. Warum stehen hier eigentlich nur 10k off? Wie wenig hab ich denn bitte? Na gut, 11, 12. Aber trotzdem, wie wenig ist denn das, wenn 7k allein nachher unterwegs sein werden? Das mal reicht. Ich versteh's nicht. Aber es ist halt mein Glück. Einmal live.
Obwohl ich bald glaube, dass das hier weniger ist, weil die Flanke weniger Auswirkungen auf die Gesamtwertung hat. Oder ich zoome halt aus, dass ich die doch mit Ruby-Dingern laufe. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja nicht so einer, der jetzt sagt, ich nehme jetzt hier meine Kreditkarte, ziehe die einmal durch den Computer durch und kaufe mir 10 Trilliarden von diesen Schilden. Bei Samus würde ich es ja sogar noch machen, da kriege ich die Schilder geschickt, nur bei den Nomaden wieder nicht. Oh, schön, dass ich jetzt gerade so am Ausdenken bin, aber es ist echt so. So, ich laufe jetzt mal durch. Ich will jetzt wissen, was ich jetzt anlaufen kann. Der Booster wird nicht mehr so lange laufen. Und das bricht mir ein richtiges Genick. Wenn es ein scheiß Endlager wäre, würde ich ja sagen, komm, wir ziehen durch. Aber wenn ich nicht mal ein gescheites Endlager habe und der Booster geht in nur noch 3 Stunden 40 Minuten, dann wird es jetzt gerade richtig eklig. Durchkommen tue ich, ist keine Frage. Es ist ja nicht mehr so sehr viel. Hm? Aber ihr müsst halt mal durchkommen, ihr Schnapsnasen hier. Es wird wehtun. Ohne Wenn und Aber wird das wehtun. Warum laufe ich eigentlich nur mit einer Welle? Was soll das denn? Gut, die Verluste hier kann man jetzt wieder nicht zählen, aber... Oh. Hier wird nichts gekauft für Marken. Diese Marken hier werden nur noch für einen Teil bei mir ausgegeben. Und das ist für einen Eisvogt. Danke. Und dir guten Appetit. So, jetzt schauen wir mal. Ach, Leute. Oh, ich sag 40 Verluste. 33. Mit dem hier. Das geht. Voll klar eigentlich. Weil das ist ja bei mir mit der schlechteste. Das geht. Das sind dann im Schnitt 40. Warum eigentlich nur... Ach komm. Ich mache jetzt mal das hier aus. Das geht mir nämlich gerade auf den Sack. Wartet mal. So. Gut, dann warten wir noch, bis die beiden zurück sind und dann laufen wir die Kette. Ja, genau so. Bricht mir die Arme, sondern hier auch noch das Genick, ey. Man müsste mich alle ärgern.